Herzlich willkommen zusammen zurück hier auf unserem Community-Server. Heute zu einem großen Bauprojekt. Ich stehe schon an der richtigen Stelle, wo es gebaut werden soll. Hier am Gärreste-Lager und der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken, was gebaut werden soll. Ja, ich werde hier eine BGA aufbauen. Wie komme ich da drauf? Ich hatte vor längerer Zeit schon mal gefragt, als ich richtig viel Kohle noch hatte. Inzwischen ist es schon einiges weniger geworden, was ich mit dem Geld alles machen soll. Und da habt ihr einige Vorschläge gebracht und einige von euch haben auch den Vorschlag gebracht, ja, bau doch eine BGA. Und ja, gehen wir es mal kurz chronologisch durch. Es gab auch noch den Vorschlag, einen neuen Kuhstall zu bauen, was wir da unten umgesetzt haben. Und es gab die Vorschläge, neue Maschinen zu kaufen, was wir zwischendurch auch schon gemacht haben. Und die zwei Punkte Photovoltaikanlage und die neuen Produktionen, das waren zwei Ideen von mir. So, jetzt würde ich sagen, fangen wir hier an zu bauen. Und zwar werde ich nicht irgendeine BGA bauen, sondern ich werde eine modulare BGA zusammenbauen. Und zwar die Plan ET von Castor. Könnt ihr somit auch schon ein bisschen als Mod-Vorstellung nehmen. Beide gibt es auch schon weichen im Shop. Die besteht aus mehreren Modulen. Wir brauchen als allererstes einen Bunker. Da haben wir verschiedene Größen. Und ich würde tatsächlich schauen, dass ich den hier nehme. Aber bevor wir den hinstellen, würde ich sagen, bauen wir einmal den Fermenter auf. Den 200er. Der schon ganz schön ordentlich groß ist. Muss ich mal schauen, wie ich den am besten hinplatziere. Dass wir hier das Ganze auch schick machen. Oder nehmen wir doch einen größeren. Ich glaube, eigentlich sollte der erstmal reichen. Aber das ist auch das Gute an der modularen BGA, dass wir die quasi eigentlich nach und nach jederzeit erweitern können und damit dann auch die Möglichkeit haben, ja, wenn sie erweiterbar ist, dass wir jederzeit noch einen zusätzlichen Fermenter hinhängen können und dann mehr Durchsatz haben. Freies Bauen brauchen wir auf alle Fälle. Zack. Da steht schon mal quasi der erste Teil hier. Ein Flüssigfermenter können wir auch bauen. Das werde ich auch tun. Der ist nämlich dazu gedacht, dass man ja, der kann einfach die Gärreste besser. Nicht die Gärreste, was quatsch ich denn hier? Der kann besser die Gülle verarbeiten, also der holt mehr aus der Gülle raus. Aber das stellen wir erstmal zurück. Ich wollte jetzt auf alle Fälle einen Nachgärer bauen. Den wir hier hinten ransetzen. Den wir hier vorne mit verbinden können. So, wunderbar. Hier schon mal die ersten zwei zusammengebaut. Ich würde sagen, eigentlich einen Bunker können wir auch direkt bauen. Den würde ich hier vorne hinpacken. Große hat halt die höchste Kapazität.
So in etwa könnte ich mir das Ganze doch durchaus sehr, sehr gut vorstellen. Das sollte fürs Erste reichen, denke ich mal. So. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt quasi einen Input. Das kann von hier dann da rein. Kann dann hier hinten nochmal nachgegärt werden. Und kann dann in unseren Generator rein. Jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn wir können ja hier noch Geld leihen. Ich habe ja überhaupt keinen Kredit aufgenommen aktuell. Und da können wir einfach noch jede Menge leihen. Da haben wir zwar wieder Schulden, aber wenn ihr gesehen habt, wie viel Geld das hier die letzten Monate zugeflossen ist, hier Einnahmengebäude 100.000 pro Monat. Und wenn ich dann zwischendurch noch Produkte verkaufe, da kommt jede Menge rein. Sonstiges hat man hier auch 300.000. Warum eigentlich 300? Ach, vielleicht haben wir hier Fahrzeuge verkauft oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, ich glaube, das sollte jetzt langsam auch reichen dann. Das wird dann noch ein bisschen das Gelände anpassen im Nachgang. Aber jetzt erstmal hier weiterbauen. Stromlager brauche ich nicht. Methan und Methanverkauf auch nicht. Der ganz große wäre halt auch eine Überlegung. Weiß ich nicht. Wie ist es, wenn wir einen Flüssigfermenter dazu bauen? Bräuchten wir hier vorne nochmal so einen Input? Beziehungsweise ein zentrales Güllelager würde auch reichen. Dann haben wir ja mehr Durchsatz. Da wird schon Sinn machen, wenn wir den großen haben. Und wenn wir die nach und nach noch erweitern, ist auch sinnvoll, wenn wir den großen haben, weil damit dann quasi, ja, mehr Durchsatz möglich ist. Vielleicht müssen wir hier das Gelände vorher ein bisschen anpassen. Damit es auch ein bisschen schön wird. Produktionen. Da hinten ist es doch. Bauen wir mal so dahin. Prinzipiell würde die Anlage im aktuellen Zustand so sogar schon funktionieren. Das sind halt dann die Leitungen auch unterirdisch. Und ja, das müssen wir jetzt aber erstmal noch hier miteinander verknüpfen. Die sind jetzt nämlich hier ganz normal bei den Produktionen drin. Und wir haben ja jede Menge Rezepte, die wir einstellen können. Und dann auch einstellen hier, was der mit den einzelnen Dingen macht. Das ist der Fermenter. Und Moment. Bunker. Genau, Bunker. Da können verschiedene Dinge rein. Also hier in erster Linie nur feste Stoffe. Und er macht dann daraus Fermenter Silage, Fermenter Mischt und Fermenter Rübenschnitzel. Ich habe da jetzt noch nichts drin. Ich mache es jetzt beispielhaft mal quasi alles an.
Ich habe ja von allem was und dann sage ich hier einfach nicht verkaufen, sondern alles verteilen. Der verteilt es dann quasi auf den Fermenter, wo man dann Silage mischt und Rübenschnitzel fermentiert haben. Der könnte sogar Fermentergülle verarbeiten, die müssen wir aber in einem Flüssigfermenter herstellen. Und er stellt dann immer Rohmethan und Fermentergärreste und Lagergärreste her. Nö. Ach, Lagergärreste. Wird eigentlich gar nicht hergestellt. Oder passt er das Rezept automatisch an, wenn ich einen großen Nachgärer habe? Genau, da kommen dann erst Lagergärreste raus. Die möchten wir dann auf alle Fälle behalten. Da müssen wir noch ein Gärrestelager für bauen. Das müssen wir aktivieren und hier müssen wir dann sagen, ja, wir möchten auf alle... Ach so, genau, das gibt hier ein anderes Rezept. Sorry, habe ich übersehen. Wo wir quasi dann aus der Fermenter-Silage dann auch Lagergärreste hermachen. Aber wir machen natürlich das für Nachgärer. 1, 2, 3 und 4, was wir aktivieren. Und natürlich hier auch alles auf Verteilen stellen. Dann kommt es hier rein. Und eigentlich ist das hier auch zum Verteilen gedacht. Generator. Da habe ich wohl was Falsches gebaut. Ich dachte, der hier stellt Strom her. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Auf alle Fälle brauchen wir jetzt noch mehr. Wir brauchen nämlich jetzt noch... Ah ja, es steht ja sogar hier. Ich hätte den bauen müssen. Das ist nicht sonderlich gut. Das heißt, wir müssen den hier wieder abreißen und den hier dahin bauen. So. Dann kann der nämlich daraus andere Dinge machen. Und wir müssen mal schauen. Ich glaube, das machen wir hier oben hin. Dass wir hier nochmal reinfahren können und dann quasi hier raus. Machen wir kurz hier ein bisschen ebene Fläche hin. Dass wir hier ein Gärrestelager haben und ein Güllelager. Kommt hier eine Straße hin, wo wir quasi dann diese Dinge hier aus- und einladen können. So, den Flüssigfermenter brauchen wir noch. Der packt dann seine Sachen auch hier in den Standardfermenter rein. Muss ich gerade mal schauen. Soll das so irgendwie gerade hinbekommen? Ich glaube, die Platte hier außen. Da müsste ich an der Stelle den Boden ein bisschen erhöhen.
dass er dann auch eben uns halt aufliegt. So, da ist er. Das Riesenteil. Ei, das ist jetzt gar nicht gut. Warum ist denn der jetzt im Boden drin? Ah, wir kriegen es weg, wunderbar. Dass wir dann hier vorbeifahren können, war mein Gedanke so. Das muss ich dann alles noch anpassen. Wir können noch mal kurz hier in unsere Dings hier reinschauen. Okay, der erkennt sogar das zweite Gerrestelager. Oder hat er das leer gesogen? Nee. So weit, sehr gut. Da, genau. Da muss Gülle rein. Und der macht dann Fermentergülle. Oder flüssig Fermentergülle. Flüssigfermentergülle müssen wir aktivieren, der ist nämlich effektiver. Die auch verteilen auf den Flüssigfermenter, der dann quasi daraus auch Lagergärreste und Rohmethan macht und das Rohmethan wird dann quasi auch oben verbrannt. So, und die wird behalten und die hier wird verteilt. Den müssen wir auch noch aktivieren, der dann quasi aus der Lagergärreste unsere richtige Gärreste macht und die dann hier einlagert. Plus den müssen wir auch noch aktivieren. Jetzt ist nur die Frage, ist der schon groß genug? Denn, müssen wir mal kurz durchschauen, 550 Methan. Der macht 150, 600, 700, 800, 900, 1150, 1450, 1450. Sind die Zyklen gleich? 720. Okay, die Zyklen sind nicht gleich. Damit wird es kompliziert. Aber ich würde sagen, wir lassen das dann einfach mal so laufen. Ich muss es erstmal befüllen. Und dann können wir schauen, wie das Ganze so nach und nach funktioniert. Und an welcher Stelle, dass es jetzt da eine Engstelle gibt. Und dann kann man das voll optimieren, dass es perfekt läuft. Da müsst ihr dann einfach zukünftig in den Videos dabei sein und reinschauen. Wenn ich das optimiere, dann bekommt ihr die Informationen auch gleich mit. Ist ja auch die Sache hier, ich habe jetzt hier mal alles aktiviert. Also Rübenschnitzel habe ich zum Beispiel jetzt gar keine. Ich habe nur Misch, Silage und Gülle. Deshalb die 100 kommen auf alle Fälle erstmal nicht dazu. Da muss ich erstmal noch Rüben anbauen. Und jetzt geht es als erstes mal darum, hier die ganze Anlage ein bisschen zu verschönern, Wege zu bauen und so weiter. Und dann können wir anfangen, die Anlage hier zu befüllen. Ab in Baumodus. Landschaftsbau. Und zum Beispiel hier schon mal das ganze Gelände technisch. Ah. Müssen so ein bisschen ausgleichen. Hier an der Stelle, das hängt ein bisschen in der Luft. Das
soll das hier optisch auch so ein bisschen anpassen. So Kleinigkeiten. Dann natürlich, ja, hier müssen wir auch erhöhen. Das Ganze dann wieder ausgleichen. Hier muss ich einen Weg lang machen. Der kommt hier so lang. Und dann hier hinten rum und hier oben lang. Und ja, ich denke, ich mache direkt hier so einen Bogen hin. Dann ist zwar hier erstmal das Ganze in sich geschlossen und nicht erweiterbar, aber ich kann ja dann noch unterirdisch Rohre legen und könnte auf der anderen Seite weitermachen. So mein Plan. Genau, da werde ich jetzt ein bisschen mit Geländeverschönerungen weitermachen. So, ich bin fertig mit den Landschaftsgestaltungen für die BGA und ich wollte sie euch direkt mal zeigen hier. Einmal kurz so außenrum. Wir haben hier so einen schönen kleinen Weg rein und dann können wir das auch noch in der Vogelperspektive uns anschauen. Ich finde, das ist ganz, ganz herrlich geworden. Und das kann man so erstmal lassen. Mich würde sehr, sehr gerne eure Meinung dazu interessieren. Hier kann man quasi abladen, einlagern. Dann schauen wir uns das direkt noch einmal von oben an. So schaut das Ganze aus. Hier kommt es rein, dann geht es nach da und dann nach da. Beziehungsweise hier geht es rein, Flüssigfermenter, nach da und auch nach da. Und ja, dann kann das Ganze quasi hier verbrannt werden zu Strom. Da kann man dann quasi, könnten wir Fermentergärreste rausholen, aber die wird dann umgewandelt und kommt auch hier rein. Und hier können wir theoretisch auch Gülle abladen, wenn wir möchten. So, finde ich, pflegt sich ganz gut hier in den Hof rein. Feld ist jetzt auch so ein bisschen anders geworden. Genau. Ich weiß noch nicht, ich vielleicht hier den Weg hoch zu irgendwie kappe, dass wir da gar nicht mehr wirklich hochfahren können. Schauen wir mal. Das war's jetzt aber für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.